Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis ein erstes Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst für den Adventskalender 2016 auf YouTube. Heute werde ich mit euch eine Challenge spielen. Eine etwas andere Challenge, die es bisher auf meinem Kanal bisher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Eine Challenge in einem alten Spiel, in einem alten Star Wars Spiel. Ja, es wird nämlich heute darum gehen, dass ich dieses Let's Play spiele und dabei einige Wörter nicht erwähnen darf. Die werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Und dann geht's los in das Story, in die Story des ersten Spiels. So, das sind die Wörter, die in dieser Challenge nicht gesagt werden dürfen. Ja, los geht's in die Story des ersten Spiels. Das nehme ich gleich jetzt nicht vor. Die Schrift fliegt ein bisschen zu schnell weg. Ja. Es geht um ein paar Personen, die gegen die Kriminalität kämpfen und magische Fähigkeiten besitzen und nun den Auftrag haben, einer kriminellen Organisation Verhandlungen zu führen. Ja, sie wurden geschickt von der Regierung. Ja, und sollen nun in dieses schwebende Gefährt hineingehen und, ja, wie gesagt, Verhandlungen führen. Auf geht's! Zerstöre ja erstmal alle Sitze. Und ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen von diesen runden Teilen bekommen, die es einem später helfen werden, in einem zweiten Modus das, ja, nun ein paar Dinge freizuschalten. Ja, hier kann man sehr schön mit einer Fähigkeit, die diese Personen, diese Fantasie-Personen besitzen, die Dinger bewegen und freischalten und auch noch ein paar Pünktchen, goldene und silberne Pünktchen freischalten, die es uns dann später helfen werden. Au! Auf geht's! Rein da.
Also, gleich ein bisschen zerstört. Und weil ich mag die goldenen und silbernen Pünktchen. Ich habe jetzt keine sexuell erotische Beziehung zu diesen roten Münz, zu diesen silbernen und goldenen Münzen. Aber ja. Ich liebe Münzen. Habe ich gerade ein Wort gesagt, was ich nicht sagen durfte? Nö, doch, das war ein Wort, was ich nicht sagen durfte. Doch, das war ein Wort, was ich sagen durfte. Es war ein anderes Wort, was so ähnlich ist wie Münzen, das ich nicht erwähnen durfte. So, mal schnell hier durch. Ich würde mich mal nicht so viel aufs Münzen sammeln konzentrieren. Ich glaube, ich vermiete auch dieses Wort. Diese Metalldinger habe ich geliebt, als ich die Werke gesehen habe. Ja. Ja, ich bin ein großer Fan dieser Filmreihe und ja, hab die gerne geguckt von Filmen 1 bis 7 habe ich alle geguckt und sie haben mir alle großartig gefallen und ich habe auch eine Videoreihe. Oh mein. Meine Konsole gleitet hier ständig weg hier. Dann muss ich mal aufpassen, dass das nicht so häufig passiert. Joa, so viel dazu. Ich habe schon das mal als Videoreihe gespielt. Und also die Filmreihe 7, in der Spielmarkenfirma habe ich schon in einigen Videos, Spielevideos für euch aufgezeichnet und jetzt spiele ich übrigens den jungen Schüler. Es gibt einen wunderschönen Begriff, den ich hier nicht nennen darf. Der junge Schüler ist auch einer meiner Lieblingsfiguren aus der Filmreihe und wird wohl später. Ich habe die Lizenz zum Spoilern. Ich darf das. Als Let's Player, der wird dann später etwas kriminell werden und dieser Blechroboter hier, der gerade gestorben ist, wird uns auch noch bis in Film Spiel Nummer 7, das ich aktuell als Let's Play-Reihe. Oh Mann, jetzt habe ich es erwähnt. Ein Punkt Abzug. Ja. Als Videospiel-Reihe, als Film-Reihe, Spieler. Ja, der wird uns da nochmal begegnen. Wow. Es ist schwer, diese Sache durchzuziehen. Und es blockiert auch ziemlich beim Moderieren.
Ja. Diese Tür muss ich irgendwie öffnen. Ja, ich persönlich. Oh, hier. Mit der magischen Kraft können wir das hier freischalten. Da können wir hier hinein und uns hier fortbewegen. Es ist ein altes Spiel. In dieses Spiel, das da so ähnlich heißt, also ich versuch's mal auszudrücken. Nee, ich kann es gar nicht ausdrücken. Wie drücke ich denn den Titel aus? Es heißt so wie ein Spiel, das wir bereits aus, einer Videospielaufnahme-Reihe. Och, komm schon. Was soll denn das jetzt? Auf einer Videospielreihe Aufnahme kennen. Oh, der hat auch. Wie soll ich denn den jetzt hier besiegen? Ich verricke doch hier. Ja, komm. Der schießt da auch mit seiner Lichtkanone. Sehr schlecht auf mich. Ah, jetzt ist der gestorben. Ja, die magische Fähigkeit ist hier auch wirklich ein gutes Mittel, mit dem man sehr schnell weiterkommen kann. Die Bildqualität hier ist auch nicht die beste, da es auch ein altes Spiel ist. Deshalb, ja, wohl oder übel ist das Ganze hier ein bisschen mit viereckigen Formen versehen. Ja. Schreibt mal in die Zeilen unterhalb dieses Videos, ob ihr auch ein Fan dieser Filmreihe seid, und ja, mich würde ganz gerne interessieren, welches euer Lieblingscharakter ist, ob das dieser junge Schüler hier, dessen Name ich nicht erwähnen kann, ist, der später etwas kriminell wird, ist, oder seid ihr eher ein Fan von dem Lehrer mit einem etwas asiatischen Namen? Oder ja, ist es eine andere Figur, ein anderer Charakter? Schreibt es in die Kommentare. Das Gute ist an diesem, an diesen alten Spielen, man kann wirklich noch sterben und es dann wieder weitermachen, einfach weitermachen. Das, man stirbt nicht, wenn man stirbt. Ihr wisst, was ich meine. Also, man wird von dem Spiel wiederbelebt. So, auch diese Schutzzone ist ausgesetzt worden und ich hoffe, wir haben das Level gleich geschafft. Mit der magischen Fähigkeit kann der Fantasiejunge hier, nein, kann der Junge nicht, aber der Blechroboter kann das, die Tür jetzt für den Schülerjungen öffnen. Das hat gerade etwas gebackt.
Nein, das Level ist noch nicht vorüber. Wir müssen noch mit der magischen Fähigkeit hier noch etwas machen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in einem anderen Projekt, das in einer magischen Welt mit vielen magischen Kreaturen spielte und die Let's Play-Reihe, jetzt habe ich es schon wieder genannt, die Videoreihe, die Videospiel-Filmreihe genannt wurde. Ja, da wurden wir nicht wiederbelebt, nachdem wir es verloren hatten. Und jetzt schnell mal mit der magischen Fähigkeiten hier das. Und das sieht aus, als wäre das Ende. Ich zerstöre noch den Roboter und dann rein hier. Ja, das ist das Ende. Die Filme sind auch ein bisschen schlecht animiert. Ist halt alles noch etwas älter. Gut, dann hoffe ich, dass euch hat dieser erste Videospielreihenstückchen gefallen. Sollte das der Fall gewesen sein, würde ich mich über eine positive Bewertung unter diesem Video freuen. Mann, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich muss euch nicht mehr alles vorsagen. Speichere dieses Spiel hier schnell mal. Ich hoffe, euch hat es der alten Zeiten zumindest gefallen, dass ich mal dieses doch sehr mit Rechtecken versehenes Bild gespielt habe und vielleicht hat es euch ein bisschen gefallen, mich leiden zu sehen. Ja. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Morgen kommt dann wieder ein Video für das große Dezember-Projekt raus und ja, ich hoffe, es war nicht allzu lang. Bis morgen. Haut rinne.